Ja, und jetzt gucken wir mal, was morgen in Köln los ist. Da gibt's was Besonderes im Belgischen Viertel, nämlich die Tour Belgique. An jeder Ecke ist was los. Theater, Lesungen, Party und vieles mehr. Und auf dieser Tour gibt es jede Menge Fotos zu sehen an Straßenlaternen. Und zwar unter anderem Bilder von Menschen mit dem Down-Syndrom. Man weiß ja heute, dass diese Menschen mit einer guten Förderung ganz, ganz viel hinkriegen können. Und Carina Kühne ist da ein tolles Beispiel für. Sie arbeitet als Schauspielerin und auch sie hat sich für die Tour Belgique fotografieren lassen. Carina Kühne möchte besonders schön aussehen. Für diesen besonderen Anlass. Ein Fotoshooting steht an für die 30-jährige Berlinerin. Die Schauspielerin hat das Down-Syndrom, doch vor allem hat sie ihren großen Traum, ein selbstbestimmtes Leben. Zum ersten Mal arbeitet sie mit der Kölner Fotografin Jenny Klestil zusammen. Eigentlich zeige ich mich eigentlich ganz normal, also wie ich eigentlich bin. Ich meine, gut, ich habe zwar das Down-Syndrom, aber stört mich nicht. Also ich lebe mit dem Down-Syndrom und eigentlich für mich was ganz Normales. Du musst auch nicht immer in die Kamera gucken, du kannst auch mal links, rechts gucken oder auf dem Boden. Dann gerne mit Stuhl oder im Stehen, im Sitzen. Vor der Kamera ist Carina ein echter Profi. Sie posiert locker mit jeder Menge Spaß. Als Model und als Mensch beeindruckt sie ihre Fotografin. Weil sie so ein eigenständiges und ich sag mal selbstbestimmtes Leben führt und als Schauspielerin arbeitet, das hatte ich bisher auch noch nicht. Im Film Be My Baby von Christina Schiewe hatte Carina Kühne vergangenes Jahr ihre erste große Hauptrolle. Sie spielt eine junge Erwachsene, die unbedingt heiraten und ein Baby haben möchte. Nicole, mit wem sind Sie denn zusammen? Mit dem Hermann. Und was mit dem Manni? Mit dem habe ich Schluss gemacht. Das habe ich aber anders gehört. Möchten Sie etwa auch, dass der Hermann mit anderen küsst? Nein. Aber Sie machen es schon. Die Nicole, die macht einfach, was ihr Spaß macht. Der Spaß ist auch beim Shooting die Hauptsache für Carina Kühne. Ihre Arbeit vor der Film- oder Fotokamera nutzt sie aber auch gesellschaftlich. Die Schauspielerin engagiert sich für mehr Akzeptanz und Inklusion der Menschen mit Down-Syndrom. Dafür musste auch sie in ihrem Leben kämpfen. Das finde ich schön. Ruhig mal so bleiben und nur so ein bisschen drehen und so. Ja, genau. Ich denke, ich finde irgendwie auch, ich meine, sie werden immer abgelehnt und das finde ich irgendwie traurig, weil ich meine, das sind ja auch nur Menschen. Ich meine, gut, ich meine, es wird ja oft immer gesagt, dass Down-Syndrom eine Krankheit ist, aber ist es eigentlich ja gar nicht so. Dabei ist Down-Syndrom ja keine Krankheit, man leidet nicht darunter, sondern man leidet nur unter der Ablehnung der Mitmenschen als unter der Chromosomenanomalie. Fotografin Jenny Klestil hat mehr als 100 Menschen mit Down-Syndrom fotografiert. Damit will sie Öffentlichkeit herstellen. Auch am Samstag wird das so sein. Ihre Bilder, auch die von Carina Kühne, sind dann auf den Kölner Straßen zu sehen. Auf der Tour Belgique wird Kunst an Straßenlaternen für jeden greifbar. Zum zweiten Mal gibt es auf dem Kulturfestival im Belgischen Viertel eine Kunstroute. 20.000 Besucher werden erwartet, für Schauspielerin und Fotografin nicht alltäglich. Also ich finde, das ist ein schönes Gefühl. Also ich finde das irgendwie ganz toll. Ja. Weil wenn man nicht so sieht, ja, ach, guck mal, da ist ein Plakat oder hier ist ein Plakat oder mal da ist was von mir. Die Erfahrung zu machen, wie ist das, wenn Kunst an der Laterne hängt und, ich sag mal, Otto Normalverbraucher da vorbeiläuft, aber vielleicht auch der Partygänger. Für beide Künstlerinnen war schon das gemeinsame Shooting eine spannende Erfahrung. Und Carina Kühne hat sich ein weiteres Mal bewiesen, wie selbstbestimmt und selbstbewusst sie ihr eigenes Leben meistert. Ja, Carina Kühne auch zu sehen morgen bei der Tour Belgique im Belgischen Viertel.